Hallo aus dem Borussia-Park hier in Mönchengladbach. Eine tolle Kulisse für dieses Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und Alassane Player spielt im Sturm mit Breel Embolo. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Alexander Schwolo ist der Torhüter. Suat Serdar steht im Zusammenspiel mit Wladimir Darida im Zentrum. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Mit Borussia Mönchengladbach steht heute ein echter Traditionsklub auf dem Rasen, der am 1. August 2015 seinen 115. Geburtstag gefeiert hat. Alles Gute nachträglich an dieser Stelle und wir schauen mal, was die Fohlen heute zu bieten haben. Nach einigen turbulenten Jahren hat die Mannschaft sich zuletzt in der Bundesligaspitze etablieren können. Die Berliner mit dem Anstoß. Balleroberung, das war natürlich ein guter Zweikampf. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Gutes Pressing jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Player. Breel Embolo. Den Ball kann er abfangen. Mittelstädt. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Stefan Leiner. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Pekarik. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Einwurf Hertha. Jovetic. Sie können klären. Suat Serdar. Jetzt die Gelegenheit. Stark. Das war's mit der Chance. Die Riesenchance aus nächster Nähe, aber Sommer verhindert das Tor. Macht diese Gelegenheit zunichte. Jovetic. Setzt sich klasse durch. Unglaubliche Parade. Die Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und den hält er fest. Gut gemacht. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Mittelstädt. Kann er was draus machen? Ishak Belfodil. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr.
Jetzt die Ecke. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Er holt sich vorne den Ball. Gladbach über den Flügel jetzt. Chance zur Führung. Sie machen bislang weniger für dieses Spiel, aber das ist jetzt völlig egal. Sie sind vorne. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. So läuft es manchmal. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Suat Serda. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Macht er gut. Abgeblockt. Viel zu hart, was macht der Schiri? Gibt das Rot. Die rote Karte also. Eigentlich hatten sie ja alles unter Kontrolle. Aber das ist eine Szene, die kann das ganze Spiel verändern. Genau das ist jetzt die Gefahr. Das weiß natürlich auch der Trainer. Der ist sauer. Der will, dass sich die Mannschaft wieder konzentriert. In Sachen Ballbesitzstatistik ist die Hertha heute die stärkere Mannschaft. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Erstmal abgeblockt. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Das ist die Chance. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Jetzt Jovetic. Schönes Zuspiel. Ja, macht das da ganz sicher. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Gute Aktion. Hartes Einsteigen. Jovetic an die Latte. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Okay, der Ball ist drin, aber das Ding darf natürlich nicht zählen, Buschi. Klar, abseits hat jeder gesehen, wissen Sie auch selbst. Beschwert sich auch niemand. Das war abseits. Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jovetic.
guter Auftritt bislang der Fohlen-Elf. So müssen sie auch in der zweiten Hälfte auftreten, dann kann es klappen. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Nun Jovetic. Da haben sie jetzt einige Optionen. Suat Serba. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Spielt den Ball. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine super Parade, gerade aus dieser Distanz. Ecke in die Mitte. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Jovetic. Ishak Belfodil. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Lukas Toussaint. Schuss kommt nicht durch. Pass landet bei Stark. Gute Chance für eine Flanke. Ah, kann er besser. Ball im Aus. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Ishak Belfodil. Stark gemacht, das könnte was werden. Sommer verhindert den Treffer. Super, wie er da die Nerven behält. Die Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Schönes Dribbling hier. Gefährliche Szene. Boah, unglaubliche Parade. Den Ball holt er. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Player. Sie können es machen. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Marco Richter. Gibt Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Ishak Belfodil. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Sie können kontern. Rehle Mbolo. Guter Körpereinsatz hier. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Santiago Ascasiba. Suat Serda. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Tolle Parade von Sommer.
Jetzt Ekball. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber das ist... Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Gehalten, dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Und die Gladbacher kommen. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Kevin Prinz Boateng. Könnte der Ausgleich sein. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Da ärgern sie sich. Tolle Chance, hier noch auszugleichen, aber nicht genutzt. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Und er schießt. Unfassbar. Sie packen es doch noch und gleichen aus. Jetzt ist es doch noch passiert. Ein Gegentor kurz vor Spielende. Und das ist natürlich ärgerlich. Bisher haben sie richtig gut verteidigt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Nur noch 4 Minuten. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Ja, sie können erst mal klären. Chance für den Konter jetzt. Santiago Ascasiba. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Ishak Belfodil. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ja, das sieht gut aus. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da ist das Tor, da machen sie es. Führung also in dieser Schlussphase. Und das, obwohl sie nur noch zu 10 sind. Wer hätte denn damit gerechnet? Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Knapper Sieg also in der Liga. Sie wissen natürlich, dass das auch anders hätte ausgehen können. Aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen. Das war ein wichtiger Sieg. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Gladbach über den Flügel jetzt.